Ja, einen herzlichen späten guten Morgen. Ich darf mich ganz herzlich bei euch bedanken fürs Kommen, für euer Interesse an unseren steirischen Kandidatinnen für die Nationalratswahl. Ich bin, für die, die mich noch nicht kennen sollten, der Wolfgang Rabach, Landesgeschäftsführer der steirischen Grünen und als solcher auch für den Wahlkampf, den Nationalratswahlkampf in der Steiermark verantwortlich. Und darf euch unsere Kandidaten, Kandidatinnen vorstellen, mit denen wir in der Steiermark ganz speziell ins Rennen gehen. Es ist der Jakob Schwarz, die Petra Maribo und die Heike Grebien. Und alles Weitere werden Sie in Kürze von Jakob und den beiden Kandidatinnen direkt erfahren. Darf an dich übergeben. Danke, Wolfgang. Schönen guten Morgen. Danke fürs Kommen. Ich hätte vorgeschlagen, dass ich mich kurz vorstelle und dann die Petra Maribo und Heike Grebien das Gleiche machen. Und dann wird man dafür etwaige Fragen zur Verfügung stellen. Also ich heiße Jakob Schwarz, ich bin jetzt zum steirischen Spitzenkandidaten gewählt worden für die Nationalratswahl. Ich komme ursprünglich aus Sinnelkirchen in der Oststeiermark und bin sehr naturverbunden aufgewachsen, habe irgendwie 50% meiner Jugend im Wald verbracht und deshalb entsprechend relativ früh irgendwie sensibilisiert worden so für Umweltthemen. Und im Rahmen des Studiums dann an der Universität in Graz, aber auch in den USA studiert, Physik, bin ich über das Klimathema gestoßen und habe festgestellt, dass die Lage eigentlich sehr dramatisch ist, dass wir dieses 1,5 Grad Ziel unbedingt erreichen müssen und gleichzeitig auch, dass die Politik halt nichts macht. Und das hat mich ziemlich frustriert. Ich habe dann auch angefangen, so sozusagen ein bisschen aktiver zu werden, habe Demonstrationen organisiert oder mitorganisiert, habe mich bei den Grünen stärker engagiert, war dann auch Sprecher von der Europäischen Union Grünen. Und habe aber immer wieder festgestellt, dass es eigentlich dann dazu kommt, dass man sozusagen immer wieder auf das Wirtschaftsthema stoßt. Keine Ahnung, es gibt Leute, die machen sich Sorgen, dass dann quasi alles den Bach runtergeht wirtschaftlich und was für den Klimaschutz macht. Und mir ist das immer ein bisschen schummrig vorgekommen, aber um das wirklich qualifiziert entkräften zu können, diese Argumente, habe ich dann auch Wirtschaft studiert und jetzt 2 Jahre lang als Unternehmensberater bei McKinsey gearbeitet. Mein Hauptanliegen für den Nationalrat wäre eben der Kampf gegen diese Klimakatastrophe, die noch abzuwenden. Und vom Typ her bin ich eher jemand, der nicht unbedingt, oder dem es nicht wichtig ist, am Ende Recht gehabt zu haben, sondern wirklich diese Wende zu schaffen. Also ich glaube, darum ist mir auch quasi nicht, stört es mich nicht, dass andere Parteien das Thema auch für sich entdeckt haben, weil wir werden eh alle brauchen, um das hinzukriegen. Als Klimaforscher ist mir nur wichtig, dass das auch echte Maßnahmen sind, die uns wirklich sozusagen konform mit dem Pariser Klimaziel in die Zukunft bringen und nicht nur Überschriften und irgendwie so eine Vortäuschung von Klimaschutz. Das wäre mir dann zu wenig. Das Zweite ist, dass ich mich stark dafür einsetzen würde, den Klimaschutz auch als Chance zu sehen, nämlich im Sinn von, dass man in der Wirtschaft oft, für Unternehmen sehr oft die Schwierigkeit hat zu wissen, was kommt genau in der Zukunft, sich darauf einzustellen und oft werden die Unternehmen, das habe ich auch selbst mitgekriegt bei McKinsey, einfach überrumpelt von Veränderungen und dann wird es sehr schwierig für die, auf das noch mitzukriegen. Und beim Klimaschutz ist es, bei dem Klimawandel ist es so, dass die Physik vorgibt, was passieren wird. Noch nie war es so einfach vorauszusehen, was in der Zukunft kommt. Und nutzen wir doch diese Chance. Wir wissen, es wird um saubere Mobilität gehen, es wird um erneuerbare Energien gehen, es wird um nachhaltige Landwirtschaft gehen. Warum nutzen wir nicht die Chance und werden Vorreiter in all diesen Bereichen in Österreich und treiben die Industrie und die Wirtschaft entsprechend mit voran, dass das gelingen kann. Das Wahlziel der Grünen, noch kurz, wir sind ja momentan nicht im Nationalrat vertreten, das heißt, das zentrale Ziel ist der Wiedereinzug in den Nationalrat. Wir als Team würden uns quasi auch stark entsprechend einsetzen und rennen für jede Stimme. Ich glaube, es braucht dann wirklich alle, die irgendwie darüber nachdenken, grün zu wählen, müssen uns auch wirklich wählen, damit wir eben wieder im Parlament vertreten sind und diese Stimme für den Klimaschutz und für auch Transparenz und Kontrolle und gläserne Parteienkassen und so weiter, dass die Stimme im Parlament wieder vertreten ist. Und wir sind jetzt auch als Team schon teilweise unterwegs gewesen in der Steiermark und wir werden versuchen zu überzeugen, auch zuzuhören und ob das jetzt bei Standeln, Hausbesuchen oder Diskussionen ist. Und insbesondere seit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos, also sei es jetzt durch die Darstellungen im Video selbst oder die Spenden- und Schredder-Affären, die seither so irgendwie durch die Medienlandschaft gegangen sind und die ich also natürlich auch persönlich ein bisschen betroffen gemacht haben, ist es, glaube ich, klar, dass insbesondere was die Kontrolle, Transparenz,
betrifft, die die Grünen sehr fehlen. Und es freut mich deshalb insbesondere, dass wir mit Petrana Ribo auf Platz 2 jemanden gewinnen haben können, die wirklich Expertise hat in dem Gebiet und durch insbesondere Arbeit im Grazer Gemeinderat auch einige Erfahrungen schon sammeln hat können diesbezüglich. Und ich würde gleich dich bitten, da was dazu zu sagen. Ja. Dankeschön. Das gleiche Prozedere noch einmal, auch von mir ein Danke fürs Kommen, einen schönen guten Morgen. Ich stelle mich ganz kurz vor, mein Name ist Petrana Ribo, ich bin 37 Jahre alt, bin Betriebswirtin, Mutter von 2 Kindern, bei den Grünen seit 2011 dabei und sitze seit 4 Jahren im Grazer Gemeinderat und bin für die Themen Kontrolle, Finanzen, Soziales und Seniorinnen zuständig. Wie der Jakob schon gesagt hat, Klima und Umwelt sind natürlich unsere Kernthemen, aber auch Kontrolle ist und war uns Grünen immer sehr wichtig. Wir haben uns zum Teil für Transparenz eingesetzt, da war das, ja, bös gesagt, fast ein Fremdwort für die anderen Parteien. Und die letzten Ereignisse, also die Ereignisse der letzten Wochen, Tagen, Monaten, wie du gesagt hast, Schredder-Affäre, Spendenaffäre, also lauter Affären, haben auch wirklich uns Grünen und vielen Menschen auch vor Augen geführt, dass es jetzt starke und verlässliche Grüne im Nationalrat braucht. Vor allem starke und verlässliche Grüne, die Transparenz vorleben, die Kontrolle vorleben und Kontrolle auch einfordern. Nicht nur davon reden. Uns war das immer ein wichtiges Thema und seit es die Grünen gibt, also seit, nicht nur seitdem ich dabei bin, sondern seit es uns gibt, also ich denke da auch an Gabi Moser zum Beispiel, haben wir uns immer auch für diese Themen stark gemacht. Die Bevölkerung hat das Recht zu wissen, was mit ihrem Steuergeld passiert. Die Bevölkerung hat das Recht zu wissen, was wirklich das alles rechtsmäßig, also dass alles seine Richtigkeit hat, dass alles so gemacht wird, wie es sich gehört. Und dafür wollen wir uns einsetzen und das möchten wir auch unseren Wählerinnen und beziehungsweise allen Österreicherinnen und Österreichern gewährleisten. Ganz klar ist, ich, aber nicht nur ich, sondern wir setzen uns für ehrliche und saubere Politik ein, die öffentlichen Mittel müssen transparent und gerecht verwendet werden. Es muss alles, wirklich alles transparent gemacht werden. Das ist einmal das Wichtigste in dem Bereich. Mein Herz schlägt auch für ein zweites Thema, was mir sehr wichtig ist. Das ist eigentlich auch das Thema, weshalb ich in die Politik gegangen bin. Das ist das Thema soziale Gerechtigkeit. Wie gesagt, ich bin auch Sozialsprecherin der Grünen im Grazer Gemeinderat. Und als Flüchtlingskind bin ich ja selber nicht unbedingt auf der Butterseite des Lebens aufgewachsen und weiß, wie das ist, wenn man wirklich von sozialen Leistungen abhängig ist. Und wir müssen wirklich weg von dieser Neiddebatte zurück zu einem sachlichen Diskurs in diesem Bereich. Und da sehe ich uns Grüne sehr stark drinnen, dass wir das auch einfordern werden. Es ist so, mir wurde wirklich eine Chance gegeben hier in Österreich und ich habe das auch genutzt und das möchte ich einfach also mein Engagement in der Politik ist auch ein Danke an dieses Land und ich möchte es einfach auch für alle anderen Kinder ermöglichen, beziehungsweise ich möchte mich dafür stark machen, dass es vielen Kindern die Chance gegeben wird, das auch so zu machen. Mein Motto ist wirklich, dass viele haben es wirklich schwer im Leben und die Politik sollte das nicht erschweren, sondern ich sehe die Aufgabe der Politik, das zu erleichtern für die Menschen. Und dafür setze ich mich auch ganz stark ein und werde, wie der Jakob gesagt hat, rennen und um jede Stimme für die Grünen kämpfen. Ich gebe dann gleich weiter an die Heike, die dann auch weitere Themen von uns kurz vorstellen wird. Ich werde kurz vielleicht zwischen zum Tom Weitz was sagen, der ist bei uns am dritten Platz auf der Landesliste und heute allerdings verhindert. Er ist, für die nicht kennen, ein Vorkämpfer für Biolandwirtschaft und Lebensmittelqualität und Sicherheit. Ich habe ihn erst am Montag getroffen an der Schwarzen Sulm, wo wir eine Bürgerinneninitiative getroffen haben, die sich gegen das Kraftwerk einsetzt. Aber er ist jetzt in seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Europäischen Grünen in Montenegro. Und das ist halt dann doch ein bisschen weiter zurück.
nach Graz, aber er ist auch Spitzenkandidat im Wahlkreis Weststeiermark. Kann sein, dass Sie da nochmal mit ihm quasi in Berührung kommen. Der Neuen Grünen und der Werner Kogler war es allerdings auch sehr wichtig, dass wir uns öffnen, also dass wir versuchen in Richtung Zivilgesellschaft, aber auch zu anderen neuen Leuten, also ich selbst bin auch ein bisschen ein Quereinsteiger, dass wir neue Gesichter kriegen und neue Leute, neue Ideen und so weiter. Und ich glaube, wo es wirklich gut gelungen ist, ist eben mit Heike Grebien, die die letzten Jahre bei Sprecherin der Aktionistas fürs Frauenvolksbegehren aktiv war und unter anderem jetzt in letzter Zeit auch als stellvertretende Obfrau. Und ich würde sagen, also in dem Fall für uns eine starke Verstärkung im Bereich Gleichstellung und Frauen. Aber ich glaube, du sagst selbst am qualifiziertesten was dazu. Ja, danke Jakob. Ich glaube, jetzt passt das. Super. Ja, also das ist ein kleiner Ausschnitt, den der Jakob da jetzt vorgestellt hat. Ich bringe vielfältige Erfahrung mit in Projekten, die zur Gleichstellung beitragen, wie zum Beispiel beim Women's Action Forum in Graz, wo ich die Steiermark-Kampagne derzeit leite, das ja ein Angebot an Frauen in der ganzen Region ist. Als Beispiel nur weiter zu nennen, natürlich hat meine Karriere sozusagen gestartet mit dem Frauenvolksbegehren, ich bin politisch aktiv geworden und 2 Jahre später hat es mich zu dem Punkt gebracht, bei den Grünen zu kandidieren für die Nationalratswahl. Denn es sind die Grundwerte, die mich mit der Grünen Partei vereinen. Das ist die gemeinsame Wertebasis. Es ist die Vision, Österreich zu einem sauberen Land für Luft, Umwelt, Politik zu machen und die soziale Gerechtigkeit dabei nicht auszusparen. Das heißt, Sie hören schon von meiner kurzen Biografie, dass ich vor allem ein Fan bin oder für Themen brenne, die sich rund um die Frage der sozialen Gerechtigkeit beschäftigen und vor allem der Hauptfokus dann in der Geschlechtergerechtigkeit, der Klimagerechtigkeit und Lohngerechtigkeit, die ja unweigerlich miteinander verbunden sind. Und ich bin ein Fan davon, diese Themen auch in Verbindung zu sehen. Ich möchte, das ist wirklich die Arbeit, die mir, wenn ich in den Nationalrat gewählt werden sollte mit den Grünen, dann möchte ich, dass Österreich einen Riesensprung in Sachen Gleichberechtigung macht, in Gewaltprävention und sozialer Gerechtigkeit. Dafür braucht es sicher Mut, Verstand und ein Riesenherz, denn ich spreche da über Geschlechtsstereotypen, die sich ganz tief bei uns in der Gesellschaft verankert haben und über die sehr viel hitzig debattiert wird. Als Stichwörter möchte ich jetzt nur nennen den Gender Pay Gap und den Gender Pension Gap, der ja noch weitaus drastischer ist als der Gender Pay Gap in seiner Auswirkung. Das zeigt einfach, dass da Maßnahmen nicht ausreichend genug gesetzt wurden, damit wir dieser Lohnungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern endlich aufbrechen können. Das zieht einen ganzen Rattenschwanz, wenn wir das so sehen. Das heißt, einer meiner ersten Forderungen wäre ganz klar, die sogenannten frauendominierten Branchen, also ich sprich vor allem Branchen an, wo Frauen im Gesundheitsbereich, im sozialen Bereich, in der Pflege, dass diese Branchen durchschnittlich schlechter entlohnt werden als durchschnittliche Branchen, die männertypisch sind. Da möchte ich die Wertigkeitsfrage stellen, eine Gerechtigkeitsfrage, wer bestimmt hat, welche Arbeit wie viel wert ist. Und ich glaube, da gibt es einen sehr breiten Konsens in der Bevölkerung, dass diese Arbeit wertvoll ist und notwendig, damit unsere Gesellschaft eine gute soziale Struktur hat. Und es ist auch ein Thema, dass sehr wohl beim Klimaschutz ist Österreich da leider Schlusslicht. Und so sind wir auf der anderen Seite beim Gender Pay Gap einer der führenden Länder, aber nicht positiv gemeint, ich meine die Größe des Gender Pay Gaps. Ich glaube, wir haben da viel zu tun. Wir sind ein sehr motiviertes Team. Ich freue mich früh, dass ich da dabei sein darf. Es geht ganz viel um lustvolles Arbeiten auch, wenn die Themen sehr, sehr ernst sind. Wir wollen die Leute erreichen, wir wollen mit ihnen sprechen. Wir wollen nicht mit dem moralischen Zeigefinger auf ihnen zeigen, sondern wir wollen zuhören. Das ist ganz sicher auch mitunter ein Grund, die Aufmachung der Grünen, das zu und aufeinander zugehen und zuhören. Und ohne den Willen und die Meinung der Menschen, wie sie ihr Leben wollen, wird es niemandem gelingen, keiner Partei. Und auch da werden wir uns ganz klar in den nächsten Wochen bemerkbar machen. Wir werden herumwurseln, ich freue mich schon drauf. Und in dem Punkt sozusagen, es gäbe natürlich ganz viel zu sagen, auch zum Punkt der Karenz, Vaterkarenz. Ich möchte die Themen nicht sprengen jetzt in diesem Rahmen, aber ich freue mich und ich hoffe, wir werden in Zukunft auch voneinander hören und sehen und Sie von uns gut berichten. Dankeschön.
Danke, Heike. Ich würde dann nochmal entweder zu dir zurückgeben, Wolfgang, oder mache ich gleich selbst die Fragerunde. Also bitte, falls irgendwas offen geblieben ist, dann... Also die ganzen Themen, die ihr jetzt genannt habt, sind ja 2015 auch im Wahlprogramm gestanden für Grünen. Was machen die Grünen diesmal anders als 2017? Oder ist es wirklich, weil das Thema Klimaschutz jetzt auf einmal global so wichtig ist, dass jetzt die Wähler zurückkommen? Also ich glaube, dass wir gescheit auch nicht draufgekriegt haben beim letzten Mal und dass wir auch daraus gelernt haben. Wir haben diese großen Symposien veranstaltet und wirklich versucht haben, Leute aus der Wählerschaft, aber auch darüber hinaus zu kriegen und zu schauen, wo drückt es, was sind so die Probleme gewesen und was können wir besser machen. Und ich glaube, dass wir wirklich sehr stark uns wieder einerseits zurückorientieren auf unsere Kernthemen, auf Umweltschutz, auf Soziales und das auch stärker quasi und auch versuchen, das personell abzubilden. Also ich glaube, deshalb kriege ich auch die Unterstützung bei den Grünen, weil klar ist, wenn wir für diese Themen eintreten wollen, dann müssen wir das glaubwürdig machen und auch mit den entsprechenden Leuten. Das Zweite ist, dass sicher die Dringlichkeit beim Klimaschutz jetzt nochmal größer ist und dass das auch gespürt wird und das hoffentlich deshalb auch sozusagen noch einmal auch dazu beitragen wird, dass wir größere Zusprache kriegen. Und das Dritte ist meiner Sicht, dass wir schon im Stil was geändert haben, nämlich dass wir versuchen wirklich auf Augenhöhe mit den Leuten zu sein, keine Vorgaben, nicht die Verantwortung auf Einzelne übertragen und so weiter, sondern auch zu sagen, okay, wir wissen, das ist eigentlich eine Aufgabe der Politik, wir kümmern uns darum, also insbesondere im Bereich Klimaschutz und wir sagen halt jetzt, ihr dürft nicht mehr Fleisch essen und ihr dürft nicht mehr mit dem Auto fahren und so weiter, sondern wirklich so, wir kümmern uns darum und wir sollten das machen. Darf ich ganz kurz ergänzen? Und ich glaube vor allem, dass die Leute, also auf Ihre Frage zurückzukommen, was sich geändert hat, was jetzt anders ist. Anders ist, dass wir jetzt 1,5 Jahre türkis-blaue Regierung gehabt haben und auch die Menschen in Österreich gespürt haben, was diese Regierung alles gemacht hat. Beziehungsweise es war sehr klar auch spürbar, dass Grüne im Nationalrat fehlen. Also bei vielen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, hat man das auch deutlich gespürt und ich glaube, das hat sich auch geändert. Frage an Sie. Die Grünen leiden, zumindest einige, die ich kenne, leiden immer ein bisschen unter dem Begriff, sie sind ein bisschen moralinschwanger, Verbotspartei und so weiter. Ne? Aber vielleicht etwas anderes vorweg. Sie haben ja auch eingangs das Thema Ibiza erwähnt. Das ist natürlich ein Aufleger, den kann man sich nicht hingehen lassen. Nur, wie stehen Sie als Spitzenkandidat zum Thema Chorherr wird bei der Strabag versorgt, beim sogenannten Gegner, Kavischnik bei der Novomatic, Brunner kriegt jetzt einen politisch ausgehandelten Job beim Verbund und Vasilako ist vermutlich auch nicht ohne Hilfe bei der EU platziert worden. Und vielleicht ein Zitat von gestern in der Zeit, jemand, der immer wieder auch in Österreich eine grüne, spitzengrüne europäische, die immer wieder zitiert wird, Künast, die gesagt hat, wir Grüne müssen uns neu verorten, fordert sie. Man müsse zum Beispiel definieren, was Freiheit unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts bedeutet. Sie hat es allerdings nicht als Freiheit benannt, sondern als Rechtfertigung, das eigentlich den Bürgern im Sinne einer Verbotspartei näher getreten wird. Also ich denke, ich bin persönlich zumindest jetzt mal keiner, um auf den ganz ersten Teil Ihrer Frage zu antworten zuerst, der Leuten irgendwas verbieten möchte. Und zwar hat auch nicht irgendwie moralische Vorwürfe. Es ist ja so, also mein Lieblingsbeispiel, ich stehe im Supermarkt, da sind irgendwie 4 verschiedene Joghurts und ich soll jetzt, eins ist vegan, eins ist irgendwie im Glas, das dritte ist regional und das vierte ist bio und ich soll jetzt wissen, welches von denen ist das klimaschonendste. Das kann man ja den Leuten irgendwie nicht sozusagen vorwerfen, dass sie da das falsche Joghurt nehmen. Also und in die Richtung, finde ich, geht das. Es muss einfach die Politik sicherstellen, dass egal was da im Supermarkt ist, die Umwelt dabei nicht ruiniert wird und die Welt zugrunde geht. Das ist quasi mal was sozusagen diesen Zugang zum Thema Verbotspartei betrifft. Was die Fragen in Richtung, was machen gewisse Grüne nach ihren Karrieren, da würde ich sagen, also in der Politik, da würde ich sagen, dass in manchen Fällen
also bin ich da einfach sozusagen dagegen, dass man sowas macht, wie der Wechsel zur Novomatic und Ähnliches. In anderen Fällen ist es so, dass man natürlich gewisse Expertise, die man hat in der Politik, dass die dann danach gefragt wird. Also weiß nicht, beim Christoph Kocher im Bereich Städteplanung und Bau und so weiter, dass die abgefragt wird und dass die sozusagen populär ist, das verstehe ich. Ich würde nur sagen, diese Beispiele führen ja auch da, also zeigen ja auch auf, dass eine der Forderungen, die wir immer wieder gestellt haben, nämlich, dass es gewisse Abkühlphasen gibt für Politiker und Politikerinnen, damit also eben gerade nicht dieser Konflikt entstehen kann, dass man vielleicht noch denken kann, ja, vielleicht haben die in ihrer Zeit noch was in die Richtung quasi bewirkt, was sie jetzt einen Vorteil hätten davon, dass dieser Vorwurf dann gar nicht entstehen kann. Und da sind wir auch bisher an anderen Parteien gescheitert, aber mir wäre das ein zentrales Anliegen, dass es eben diese Abkühlphase gibt. Also Sie würden jetzt nicht zu schnell wechseln wollen? Ja, also das wird sich noch schwer ausgehen, glaube ich. Nein, dafür habe ich zu viel gesehen schon, was die Klimakrise bewirkt in unserer Welt und was noch bewirken wird. Ich habe das ja mit eigenen Augen quasi an den Daten und so weiter in meiner Arbeit als Klimaforscher gesehen. Das prägt mich. Was denn? Da vielleicht eine Zusatzfrage an die Frau Grébien. Ich habe vor kurzem in Vorbereitung zu heute mit der Rektorin der BEDAG gesprochen, Frau Esner. Das Problem, das wir in Österreich zumindest möglicherweise haben, ist, dass wir eine massive Unterdotierung oder Unterinteresse haben der jungen Mädchen und Damen im Bereich der MINT-Fächer. Das heißt, dort könnten Tausende hervorragend verdienen. Das ist ja auch ein Teil der Ursache dieses Pay Gaps. Was hätten Sie vor? Ist das für Sie ein Thema? Oder hätten Sie irgendwelche Ideen, wie Sie eigentlich diese attraktiven Jobs, die halt vielleicht anders sind, ne? Die aber nachgefragt sind, dass die vielleicht auch besser angenommen werden? Ja, danke für die wichtige Frage. Das ist ganz sicher so. Bei dieser Frage, wie Sie sich gestellt haben, oder bei den Thematiken, die immer um die MINT-Fächer gehen, wird ja genau was angesprochen. Das sind gut bezahlte Jobs, die sehr männerdominiert sind, und natürlich wird versucht, da Mädchen und Frauen in diese Branchen hineinzuhelfen. Es gibt ja Maßnahmen, Programme, was für die jungen Mädchen ist auf der TU, dass sie sich einen Tag da das anschauen können, wie Technik ist, und sich dafür überhaupt interessieren, dass es ihnen überhaupt angeboten wird. Umgekehrt würde ich mir einfach auch wünschen, und das ist jetzt auch nichts Neues, dass auch Männer oder junge Buben in sogenannte pädagogische Berufe eingeladen werden, um sich das anzuschauen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Befragungen von Kindergärtnern anschaut, ja, um jetzt einmal eine andere Seite zu nennen, also ein frauendominierter Job, wovon ich gerade vorher gesprochen habe, dass das eigentlich einer der wichtigsten Jobs ist. Ich meine, diese Damen und Herren, es gibt ja ein paar darin, vertrauen wir unsere Kinder an. Und das heißt, das ist ein verdammt wichtiger Job, der wirklich unter dem Wert bezahlt wird. Und wenn man die Argumentationen der Männer anschaut, die aus den Kindergärten, entweder sie haben die Ausbildung abgebrochen oder sie haben sie fertig gemacht und sind dann nicht verblieben. Dasselbe macht man bei Frauen in diesen MINT-Fächern. Da kommen dann wieder die sogenannten berühmten Geschlechtsstereotype hervor. Dass Männer zum Beispiel beantwortet haben, erstens zu wenig Lohn, sie können ihre Familien nicht ernähren. Dasselbe gilt bei den Frauen. Zweitens, zu wenig Aufstiegschancen, dasselbe gilt bei den Frauen. Und das Dritte ist, zu wenig gesellschaftliche Anerkennung. Und genau das sind Geschlechtsstereotype, von denen ich spreche, die sehr tief verankert sind. Und ich glaube, die Bemühungen sind sehr, sehr wichtig, ja, beiden Seiten, jungen Menschen, andere Berufe, sozusagen andere Geschlechtsberufe, was ich spannend finde, es gibt keinen Beruf, der ein Geschlecht hat, das ist Nonsens, aber es passiert so. Dass man ihnen das sagt, dass das überhaupt nicht in der Männlichkeit oder in der Weiblichkeit etwas tut, wenn man diese Tätigkeit ausübt. Und gleichzeitig stelle ich die Frage nämlich wirklich vom anderen Ende und so im Dort auf und wundere mich, warum überhaupt diese ungleiche Bezahlung überhaupt zustande gekommen ist. Ja, wie gesagt, wir haben ja einen Überhang an auch nicht beschäftigten, solche Kindergärtnerinnen oder Vorschülerinnen. Aber wir haben einen massiven Bedarf im MINT-Bereich. Ne? Ja, wir hätten einen massiven Bedarf in der Kinderbetreuung, in Lehrerinnenberufe, wenn wir die Kinderbetreuung so ausbauen würden, dass auch jedes Kind in Österreich ab dem ersten Jahr ein Recht auf einen kostenfreien Kindergartenplatz hat. Wir würden auch dort wieder Jobs schaffen. Wir würden den Volksschulen, wo immer wieder und auch bei den Lehrerinnen und Lehrern von Personalmangel gesprochen wird, der Stützunterricht und so weiter, die Deutschkurse, das ist ja alles in diesem Bereich. Also es wäre nicht so, dass es dort nicht ausreichend Jobmöglichkeiten gibt. Wenn es eine Politik gibt, die will, dann gibt es das. Ja, Geld kann es nicht mangeln. Ja. Wir geben in Österreich pro Kopf nachweislich am meisten in der gesamten Ja, auf was bezogen?
Steuermitteleinsatz pro Kopf. Ja, ja, okay, gesamt. Ich habe jetzt gedacht, Sie meinen das pro Budget, aber wenn wir uns die Frauen jetzt zum Beispiel anschauen, dann gibt unsere ehemalige Regierung nicht einmal einen Kaffee sozusagen, wenn sie die Frauen pro Tag an Budget für Frauen ausgegeben wird. Also ich glaube, da gibt es ganz viel Verteilung in unserem Steuersystem, wo auch Gelder umgeschifft werden müssen. Im Detail wird es dann dazu sicher auch bald Informationen geben. Aber wie gesagt, da gibt es genug zu tun und ich säume das Pferd von der anderen Seite auf. Thema 2. Schenkt man nun klar Glauben, ob sie die Jungwähler sind, das von der Seite, die 30 wird schon schwieriger. Wenn man so die sozialen Netzwerke beobachtet, ich glaube, es ist nur in vielen Köpfen so verankert, die Grünen wollen uns das Autofahren verbieten und die Linken wollen auch die Ausländer alle reinlassen. Wie schaut es in Sachen Verkehrspolitik und auch Flüchtlingspolitik aus? Wie steht sie da dazu? Also ich würde sagen, an den Positionierungen grundsätzlich hat sich nicht viel geändert. Was entscheidend ist, ist halt möglicherweise im Zugang, was geändert hat. Und auch im Verkehrsbereich hat diese Verbotsgeschichten möglicherweise in der Vergangenheit, ich glaube, wir haben uns auch viel umhängen lassen irgendwie, das nicht ganz gerechtfertigt war. Und ich, ehrlich gesagt, kriege ich viel Zuspruch irgendwie auf den sozialen Medien. Es ist jetzt nicht so, dass ich ständig dann nur sehe, dass sich Leute irgendwie aufregen. Ich hatte eigentlich durchaus positive Erfahrungen. Und in Bezug auf, keine Ahnung, also ich würde sagen, in Bezug auf Kommunikation gibt es Möglichkeiten, das zu verbessern. Würde ich mich auch als Vorreiter sehen, wenn Sie mich Tipps haben, bin ich dafür offen. Aber jetzt in Bezug auf die Inhalte würde ich sagen, stehen wir fürs Gleiche. Also wenn Sie jetzt die Asylpolitik ansprechen, wir treten sehr stark ein dafür, dass wir das Asylwesen europäisieren und eine gemeinsame Behörde schaffen und diese solidarische Aufteilung unter den Ländern. Und insofern hat sich also zum Beispiel während der Position nicht viel geändert. Überzeugungsarbeit ist sicher notwendig und glaube ich im Ton einfach Sorgen von den Leuten ernst nehmen und so weiter. Also ich komme ja aus Sinnerkirchen, wo der blau-weiße Anteil sehr groß ist, kommt man auch öfter in Kontakt mit Leuten, denen das ein großes Thema ist und die sich nicht fürchten, wenn sie nach Graz fahren und so. Das muss man halt dann entkräften und das geht schon in Gesprächen und das mache ich auch auf sozialen Medien. Ich glaube, so würde ich das am ehesten angehen. Ich weiß nicht, ganz gern. Ist das heute schwieriger, Menschen zu überzeugen, als es vielleicht vor ein paar Jahren war? Ich hätte eigentlich den Eindruck nicht. Also ich habe das Gefühl, dass gerade bei unseren Wählerinnen und Wählern, die muss man immer wieder gewinnen für jede Wahl. Also das ist auch sozusagen der Grund, warum wir wirklich rennen und schauen, dass wir alle erreichen. Ich habe den Eindruck, dass die Leute eigentlich offener sind in Bezug auf, wie sie sich verhalten beim nächsten Mal. Aber das ist ein bisschen eine Spekulation als Wissenschaftler. Da kann ich keine wissenschaftliche Antwort drauf. Ich hätte eine Frage zum Thema Studiengebühren. Wie sehen Sie eigentlich die Sache und dass wir, Frau Ribo, ja eigentlich aus Bosnien-Herzegowina kommen und im doppelten Sinne auch Österreicherin sind, also Altösterreicherin und aktive Österreicherin. Finden Sie es gerecht, dass Bosnier, deren Großeltern für dieses Land ja auch gestorben sind, 760 Euro im Halbjahr Studiengebühr zahlen, während eben aus anderen Ländern sozusagen Studierende mit Österreichern gleichgestellt sind? Ja, stimmt. Ich bin gebürtige Bosnierin, lebe eben seit 92 hier in Österreich und bin österreichische Staatsbürgerin und habe auch selber hier studiert. Ich habe BWL studiert, das heißt, ganz viele Bosnier studieren auch hier in Graz. Graz ist eine Studentenstadt. Und soviel ich weiß, ist es im Moment die Regelung so, dass man zwar die 700 Euro zahlt, aber bei erbrachten ECTS-Punkten, also es gibt, glaube ich, das sind ungefähr 4 Prüfungen pro Semester, kann man sich ja diese Gebühr, kriegt man rückerstattet. Also es ist nicht so, dass man die nicht rückerstattet bekommt. Also ob ich die Regelung jetzt gerecht finde oder nicht, das ist dahingestellt. Also ich persönlich wäre jetzt nicht dafür, dass diese jungen Leute, die herkommen, um hier zu studieren, jetzt viel mehr zahlen müssen. Auf der anderen Seite muss man sich auch muss man das Gegenteil sehen. Ganz viele dieser jungen Leute, die hier kommen, hier studieren, zum Teil kommen sie ja erst in ihrem Masterstudienlehrgang hier, bleiben auch hier. Das heißt, das sind potenzielle Steuerzahlerinnen und Zahler,
die machen, sie bauen sich ein Leben hier auf. Es gibt ja auch die Möglichkeit, nach einem Studienabschluss, wenn man einen entsprechenden Job findet, in Österreich zu bleiben. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Aufzubauen. Danke. Auf der anderen Seite bleiben diese Leute in Österreich und sind hochqualifiziert hier. Und irgendwie wiederum ein Teil ihrer Studienkosten an Österreich zurück in Form von Steuerzahlen. Vom Steuerzahlen, ja, das stimmt. Das stimmt, aber wie gesagt, also ich persönlich wäre natürlich dafür, dass diese Drittstaaten-Studierenden gleichgestellt werden wie EU-Bürger und Österreicherinnen. Aber das ist jetzt sozusagen, darüber kann man dann auf Bundesebene nochmal diskutieren. Es hat sich vieles geändert. Ich weiß, dass Österreich auch, dass Bosnien mit Österreich einen Vertrag hatte, der über 100 Jahre gedauert hat. Da haben zum Beispiel, wie ich studiert habe, haben meine Kolleginnen aus Bosnien gar nichts bezahlt. Also die haben einen freien Zugang gehabt. Also das ist ja auch ein Für und Wider. Also damals war eher die Debatte, ich als österreichische Staatsbürgerin muss 400 Euro Studiengebühr zahlen und jemand, der von einem anderen Land kommt, muss gar nichts zahlen. Also das ist immer so ein Für und Wider. Aber wie gesagt, in diesem Fall bin ich echt davon überzeugt, dass Österreich profitiert, zu Leiden Bosniens. Und abschließend hätte ich gerne eine Frage gestellt an jeden von Ihnen. Ich habe heuer von der Medienbehörde zum ersten Mal den Satz gehört, Regulierung ist eine Errungenschaft. Wo würden Sie sich mehr Regulierung wünschen oder weniger Regulierung? Ja, im Sozialbereich. Weniger auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann man vieles vereinfachen, vieles den Menschen einfacher machen. Also das ist für mich ganz klar. Also ich glaube, dass man immer gut abwägen muss, wann man Regulierung nutzt, wann man steuerliche Anreize zum Beispiel nutzt oder Subventionen. Wenn man das auch unter Regulierung zählt, würde ich sagen, die Subventionen, die 4,7 Milliarden Euro, die das WIFO gern zitiert, die in sozusagen eine Marktverzerrung in die falsche Richtung darstellen, das würde ich irgendwie als eine Art Regulierung sehen, die wegkehren wird. In anderen Bereichen, im Klimaschutz, ist sicher eine gewisse verstärkte Regulierung notwendig, um die entsprechenden Anreize zu schaffen, dass man alle umstellen. Danke. Also nachdem ich da jetzt als Letzte sprich, haben wir meine tollen Kolleginnen und Kollegen schon eigentlich ziemlich vorweggenommen. Also ich bin auch klar dafür, wenn es, sagen wir so, unter dem Deckmantel der Freiwilligkeit, gerade in der Gleichberechtigung, sieht man ja, dass einfach leider wirklich zu wenig weitergegangen ist. Und deswegen ist Österreich dort, wo Österreich ist, jetzt gerade in den Bereichen Karenz zum Beispiel. Wie soll man sagen, wenn man es mit Maßnahmen und Anreizen über Jahrzehnte nicht schafft, muss man sich halt die Frage stellen als Staat, wie setzt man die Steuergelder am effizientesten ein, und da wird man ohne Regulierung dann nicht auskommen. Die Frage ist halt auch, ob die Regulierung nicht begrenzt sein kann, wenn ein Ziel erreicht wird. Das heißt, eine Gesellschaft sich schon an eine neue gesellschaftliche Umstände gewöhnt hat und vielleicht eine strenge Regulierung nicht mehr sein muss. Und da kann man sicher in der Vergangenheit, was jetzt noch gilt, an Regulierungen überprüfen und für die neuen Maßnahmen tatsächlich weitere setzen. Aber das ist alles Verhandlungssache und wird sich dann ergeben, wenn wir wieder mal im Nationalrat drin sitzen. Okay, ich würde jetzt dann noch gerne Raum für, falls ihr noch individuelle Fragen habt, für Interviews oder Fotos oder irgendwas braucht, für den Kandidaten an euch geben. Also von dem her nochmal danke von unserer Seite heute für euer Interesse, fürs Kommen, und die Kandidaten stehen euch gerne jetzt noch zur Verfügung, damit ihr noch individuelle Fragen, auch detaillierte Fragen, wenn es noch welche gibt, zu einzelnen Themen stellen könnt. Dankeschön. Danke.